auch schon öfter hier gewesen. Ne? Ja. Das heißt, bis jetzt jedes Mal, als die Oper fast stattgefunden hat. Ja. Ja, okay, fast jedes Mal. Und wie hat es Ihnen denn heute gefallen? Wunderbar. Ja? Traumhaft, ja. Hat es am Stück gelegen, dass es noch besser gefallen hat? Oder? Ich hatte keine Ahnung von Macbeth, aber die Schauspieler, die Sänger, die haben das so rübergebracht. Also Anna Netrebko lebt ja die Rolle. Ne? Die spürt nicht, sie lebt die Rolle. Das ist traumhaft. Sagen. Wunderbar. Das ist auch so ein bisschen das Besondere im Gegensatz zu der Live-Oper, wenn man wirklich selber da ist, dass man auch wirklich dieses schauspielerische Talent noch ein bisschen mehr mitnehmen kann, wenn man näher dran ist, oder? Man sieht mehr. Mhm. Man sieht mehr, man kriegt mehr mit. Und was ich auch ganz toll finde, so in den Pausen, wenn die Bühne umgebaut wird, dann sieht man hinter der Bühne und man kriegt ja auch die Interviews mit den Hauptsängern, Hauptdarsteller mit. Sagen ja, das heißt, schön. Es wird quasi nie irgendwie abgebrochen, sondern man ist die ganze Zeit mit dabei, von vorne bis hinten. Ja. Und es ist auch nicht zu lang. Also nein, ich freue mich jetzt schon. Ich habe für alle Vorstellungen eine Karte. Wunderbar. Ich freue mich schon auf die Meistersinger von Nürnberg. Soll ja 6 Stunden gehen. Ja. Aber ich denke mir, wer die Trilogie von Herr der Ringe sich angucken kann, der kann sich das auch angucken. Das stimmt allerdings. Immer so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, also die sind ja noch ein bisschen länger quasi, aber ist klar. Und wie hat Ihnen so das Ambiente hier gefallen? Ganz toll. Ich habe auch schon Leo Hammer letztes Jahr angerufen, habe gesagt, dass er das mal wirklich erwähnen soll in der Zeitung, denn ich finde mich hier wie in der Oper. Ne? Also das Cineplex und Maximarium macht ja die Gastro. Ganz das ist ja quasi perfekte Werbung, Leo Hammer. Ja, ne? Oder eben Mundpropaganda, immer schön weitersagen, wie gut Sie es hier finden. Auch ein bisschen was zu essen. Auch haben Sie noch was bekommen vom Buffet? Ja. Und hat es Ihnen geschmeckt? Sehr gut. Es schmeckt immer gut. Es ist immer was anderes und ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Wunderbar, das hört sich super an. Also würden Sie es auch weiterempfehlen? Auf alle Fälle. Super, dann danke ich Ihnen recht herzlich. Gerne. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke Ihnen auch. Nein.